Herzlich willkommen mal zu einem neuen Projekt. Ich habe ja seit langem kein Projekt mehr gemacht, aber dieses Projekt nennt sich Adopt Me Family. Also wir machen sozusagen eine Adopt Me Familie. Das hier ist Papa Brian. Servus. Warte, wenn ich Stimme verstellen soll. Servus. Ja, und das hier ist Baby Leandro. Ich kann noch tiefer. Also das hier ist Baby Leandro. Ja, krass. Reicht die Stimme so? Ja, ich muss so machen. Ich bin Baby Leandro. Spaß, Leute. Wir können natürlich unsere normale Stimme nehmen. Ja. Ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. Wir machen heute einfach mal so eine Reinkommen-Story. I don't know. Okay, also let's go. Ihr werdet natürlich auch mehr sehen, weil es ein richtiges Projekt ist. Jede Woche wird ein Video online kommen von Adopt Me Family. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. La la. Hey Papa, du Stinker. Du Stinker. Du stinkst ganz schön, Papa. Ich denke, ich brauche die Sonne. Oh mein Gott. Papa, lass mich zu. Papa, wo bringst du mich denn hin? Hey, Papa, hör auf, mich in den Pool zu schmeißen. Ich will Sport machen. Oh, Papa, du immer mit deinem komischen Sportscheiß da. Ich will abnehmen. Papa, ich muss jetzt zu Nofissi in die Schule. Nach der Schule komme ich wieder, okay? Ja, los. So, Mann, jetzt haben wir wieder meinen blöden Lehrer Nofissi. Ich mag ihn ja irgendwie nicht. Ich meine, er ist immer so komisch. Vielleicht werde ich irgendwann einfach mal die Schule schwänzen. Vielleicht mache ich es sogar heute. So, ich hole hier einmal mein Fahrrad vom Dingsrand. Und dann fahre ich einmal die Schule ein bisschen schwänzen. Ich habe nämlich gar keinen Bock auf New Fizzy. Der nervt mich nämlich immer. Mr. Fizzy ist so ein blöder Lehrer. Und du siehst mich halt jetzt immer so jobben. Papa, ich gehe in die Schule, ne? Ich gehe nicht irgendwie schwänzen oder so. Ich gehe ganz klar in die Schule. Ja? Ich werde jetzt jobben. Mal gucken, ob ich dich sehe. Nee, du kannst mich gar nicht sehen. Okay, schnell irgendwo hier verstecken. Ich habe nämlich gar keinen Bock. Ich würde einfach auf dem Spielplatz ein bisschen chillen. Ja, hier drinnen verstecke ich mich. Und dance ein bisschen. Mein Lieblingstanz. Der hat mir ja meinen Freund Olaf beigebracht. Der ist echt cool, oder? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Also, ich finde den mega nice. Aber ich setze mich jetzt erstmal hier hin. Und chille hier ein bisschen, obwohl ich habe keinen Bock mehr. Ich schauke einfach ein bisschen. Schreibt mal rein, was macht ihr denn so? Was mögt ihr denn so auf dem Spielplatz? Also ich mag hier immer das Schaukeln. Aber ich bin mal gespannt, was ihr so mögt. Ich eigentlich nur auf der Schaukel dumm rumsitzen. Ah ja, okay. Also nicht mal schaukeln, sondern einfach nur dumm rumsitzen. Hm? Klug. Ich kann mir da nicht beides mit einmal machen. Leute, wartet mal ganz kurz. Ich habe schon wieder irgendwie so einen komischen Glitch. Ich muss ganz kurz einmal mein Pad holen. Mich da draufsetzen und dann geht das komischerweise wieder. Oh mein Gott, das ist ein Pad. Wo bist du? Ja, ich auf dem Spielplatz. Papa, ich bin so gar nicht die Schule am Schwänzen. Ich bin einfach nur hier ein bisschen was machen. Jetzt ziehst du mich halt immer so fahren. Oh, Scheiße. Weg hier. Mach bitte das Pad weg. Ah ja, warte. Weg hier! Ich habe wieder so einen komischen Glitch. Okay, einfach in die Rutsche. So. Leute, wartet mal ganz kurz. Ich muss mich kurz zurücksetzen, weil ich habe so einen komischen Glitch. So, nach der Nicht-Schule werde ich einfach mal kurz ein bisschen in den richtig geilen Whirlpool gehen. Mein Vater denkt immer noch, ich bin in der Schule, dabei bin ich einfach schön zu Hause und werde gleich an seinen PC zocken. Mal gucken, wie ihm das gefällt. Und außerdem ist mein Zimmer einfach ein Mädchenzimmer. Ich hasse meinen Vater.
Ich meine, warum ist mein Zimmer pink? Dafür werde ich meinen Vater verklagen. Naja. Erstmal ein bisschen am PC zocken, das kann man immer mal machen und ein neues Video drehen. Ja. Wow, scheiße. Wer ist da? Er ist da. Okay, so, ich kann dir einfach sagen, ich komme ein bisschen früher von der Schule. Jetzt setze ich mich einfach an den Schreibtisch, mache hier ein bisschen was und sage einfach, ich kam früher von der Schule. Schon würde er einfach nichts bemerken. Hoffe ich zumindest. La la la, ein bisschen schreiben. So, hier ein bisschen Krixelkraxel. Oh, ich habe mich ja lang nicht mehr um... Oh, warum hat die denn keinen Namen? Ich habe mich echt lang nicht mehr um Anna gekümmert. Anni. Ich habe mich echt lange nicht mehr um Anni gekümmert. Ich glaube, das mache ich mal wieder. Um Anni kümmern. Alter, ich bemerke gerade, als Baby kann man da gar nicht hochgehen. So. Du musst erstmal schlafen, Anni. Oder nee, du musst gar nichts. Upsi, ganz schnell hinsetzen. Ich habe gar nichts gemacht. Hey. Hallo, Papa. Ja, du, die Schule war heute ein bisschen früher schon vorbei. Deswegen bin ich hier. Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Ja, na klar, guck. Das sind die Hausaufgaben von gestern. Oh ja, ich weiß. Ich habe ja keine auf. Heute ist doch Mittwoch, oder nicht? Nein, heute ist Donnerstag. Okay, unsere Lehrerin hat uns einfach nichts aufgegeben. Also unser Lehrer, meine ich. Mr. Fissi hat uns nichts aufgegeben. Wirklich, Mr. Fissi hat uns nichts aufgegeben. Da war ich mal gleich die Schulleiter. Dann darf ich mal gleich fragen. Oh nein. Ich muss ganz schnell einfach in die Schule laufen und sagen, dass Mr. Fissi einfach sagen soll, dass ich in der Schule war. Oh Gott. Ganz schnell. Okay, es bringt dir nichts mehr. Bis er angerufen hat, bin ich so oder so noch nicht in der Schule. Oh Mann. Ich darf persönlich das Telefon, ne? Was? Darf ich mitkommen? Ich komm mit. Weiß ich nicht, was dann passiert. Aber du wirst bestimmt nicht böse, oder? Ja, doch. Wieso willst du denn da böse werden? Das ist doch unfair sonst. Gegenüber mir. Ja, bye. Ja, warte. So, Anni sitzt hinten. Papa, du machst... Mal bitte Anni zu Hause. Okay. Warte, ich leg Anni ganz kurz schlafen. Anni darf ganz kurz schlafen gehen. Oh, wie ich sehe, Anni ist gar nicht müde. Aber egal. Anni kann erstmal eine Runde schlafen. So, und wenn wir wieder zu Hause sind, dann kann sie ja geduscht werden. Komme! Ich bewege mich ja schon. Bin gleich da, Papa. Nein! Bin schon da! Ich war mal verwundert in der Schule. Oh ja, Mr. Fissi wird bestimmt sagen, dass ich in der Schule war. Ich meine, ich war es ja auch. Warum bist du so ein bisschen skeptisch? Es hat einfach keinen Grund. Ich bin einfach heute ein bisschen aufgeregt und so, weißt du? Wo ist eigentlich? Bist du überhaupt in der Schule? Ja, na klar, da hinten. Achso. Oh Mann, Mr. Fissi wird bestimmt sagen, dass ich in der Schule war. Also hoffe ich nicht, dass er das irgendwie vergessen hat oder so. Dann weiß er nicht. Oh, schnell rauslaufen. Ich gehe schon mal in die Schule, ne? Hat auch keinen Grund, dass ich schon so früh in die Schule reingehe. Oh Mann, hoffentlich wird er es nicht bemerken. Hey, Mr. Fissi, du musst gleich sagen, wenn mein Papa kommt, dass ich in der Schule war, okay? Ja, ich weiß, ich war nicht in der Schule, aber egal, sei einfach leise. Okay, bitte sag es. Ja, danke. So, Papa, du wirst es gleich selber von Mr. Fissi hören, dass sie in der Schule war. So, Mr. Fissi. War heute der Anruf in der Schule, oder? Na klar! Warum sollte er denn nicht? Was? So, ne Mann?
Was? Ja, ich hab doch Mr. Fizzy gesagt, dass er sagen soll, dass ich in der Schule war. Ups, es ist nicht so oder so schon raus. Run! Schnell hier. Schnell hinter Pet Trainer Shane. Oh nein, 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 oh nein. Papa, lass mich in Ruhe. Papa, lass mich in Ruhe. Sei leise, Junge. Das gibt jetzt 2 Wochen Hausarrest. Nein, bitte nicht. Mr. Fissi, ich warne dich. Es gibt 2 Wochen Hausarrest. Och, Mann, ey. Wieso hat er es denn nicht gesagt? Weil ich dir darauf vertrauen kann. Und deswegen war es auch bestimmt nicht kaputt, ne? Nein, das hat einen ganz anderen Grund. Wirklich, Papa? Ja, ja. Na doch, warum machst du das Geld nicht? Warum warst du schon so früh zu Hause? Ja, das lag ja daran, weil ich keine Hausaufgaben auf hatte. Und da war die Schule halt kürzer. Ja, ja. Ja, ist doch so. Warum hat der dann gesagt, dass du nicht nach Schule warst? Naja, der hat es bestimmt vergessen. Wir hatten heute auch ganz, ganz viele andere Lehrer, weißt du? Ja, ja. Also wir haben ja nicht immer nur Mr. Fissi. Der war heute krank, der kam erst nachher. Ich kann ja ihm mal schreiben. Und dann gucken, ob wir ihm von Klassenbuch schicken, wer alles da. Warum der krank war? Nein. Was die ganze? So, ich schreibe jetzt mal den Missal. Nein. Mann, ich hasse meine. Ich geh in den Pool, Papa. Nein, du bleibst jetzt hier. Mann, ich will in den Pool. Ah, ah. Tschüss. Schnell rutschen, schnell rutschen. Und hui. Oh mein Gott. Ja, du warst nicht da. Was? Na klar. Aber mein Zimmer. Oh Mann. Nicht auch Mann in dein Zimmer. Oh. Warum habe ich überhaupt ein Mädchenzimmer? Ich würde dich am liebsten bei der Polizei melden, dass du mich wie Scheiße behandelst. Soll ich schließe jetzt die Tür gleich zu? Nein. So, rein, rein, feuchten. Nein! So, bam! Und abschließen! Nein! Nein! Wie das durchgeht. Zum Glück habe ich einen Geheimgang hinter meinem Zimmer. Da kann ich so lange bleiben. Papa weiß das noch nicht. Ja, ganz entspanntes Sofa. Ich habe einfach ein Haus hinter meinem Zimmer. Ist echt cool. Hier könnte sogar Papa schlafen, aber das will er eh nicht. Und ich habe hier einen eigenen Whirlpool. Stimmt, ich muss ja Annie noch holen. Annie. Da ist Annie. Okay, Annie. Die Was, ich mach mir jetzt auch immer so richtig Angst dann. Oh Mann. Im Dunkeln habe ich echt Angst alleine. Und du Und ja, Leute, nicht wundern, warum das von unten so komisch aussieht. Ich habe hier einfach so ein paar Platten hingestellt. Und darauf habe ich dann komischerweise ein Haus gebaut. Ja, frag bitte nicht nach. Oh Mann, Anni ist schon müde. Komm, wir gehen schlafen. Du kannst dich hier reinlegen. Okay, ich muss sagen, alleine in diesem Haus ist schon echt gruselig. Hm.
Oh Mann, ich gehe mal lieber zurück in mein Zimmer. Nee, du bleibst immer da. Ja, mein Papa kommt ja nicht. So, Annie, komm her. Kann ich Annie eigentlich die Map runterschmeißen? Arme Annie. Hast du die Box da runtergeschmissen? Ja. Oh, Alter, du bist ein Arsch. Wann fängst du denn endlich an, mal zu mir zu kommen, mir Angst zu machen? Noch ein bisschen, ich muss mich erstmal verpicken. Oh. Ich bin halt das nicht, was ich vorhin gesehen habe und jetzt auf einmal nicht mehr finde. Ja, und ich kann einfach fliegen. Ich schlafe hier. Nein, ich sehe dich. Nein, du erschreckst dich immer noch nicht. Okay. Verstecken. Was? Voll die gute Idee, Anni. Schnell, lass da hingehen. Gute Idee, Anni. Hier können wir, glaube ich, erstmal bleiben. Oh nein, Anni ertrinkt. Anni, hoffentlich überlebst du das. Wo ist denn Papa? Warte mal, woher weiß denn dieses Ding meinen Namen? Wo ist Leandro? Okay. Leandro, wo bist du? Ich bin dein alter Freund, der Mörder. Wo bist du? Anni, schnell! Wir rennen aus dem Haus, schnell! Ab aus dem Haus raus! Anni, der hat keine Chance. Renn doch nicht weg! Ich bin nur Anni, lauf! Hinter das Haus! Okay, wir sind hinterm Haus, ich glaube, hier sind wir sicher. Nein, bist du nicht. Hast du nicht hinterm Haus. Leandro! Dein Freund ist da! Ich bin doch nur der nette Mörder! Oh, Anni hat voll die Suchensachen. Ich gebe Anni einfach das. Sie kriegt noch. Okay, das kann sie nicht kriegen. Nirgendwo hier. Wo bin ich? Da ist er doch! Lauf, Anni, lauf! Lauf, Anni! Was? Da bist du. Papa, wo warst du denn? Ich war dieser Mörder und der andere, der dich als erstes erschreckt hat. Hier, Anni, für dich. Anni hat richtig Knast. Sollt alles aus. Oh, war das etwa meine Strafe dafür? Ich muss noch eine Bank überfallen. Oh, Mann.